Ja, guten Abend, liebe Eissportfreunde. Los geht's. Rosenheim in Weiß als Gast. Von links nach rechts und die, dabei wollte ich schon fast sagen, die HC Landsberg River Kings natürlich in blauen Trikots von rechts nach links. Eines der besten Verpflichtungen, also immer präsent auf dem Eis und immer Drang zum Tor. Jetzt die Chance für Heidenreich, für Enriquez. Oh. Und, ja, du, wir sagen es noch, wer hat den Pass mit einem wunderbaren Rückhandpass? Da sehen wir es jetzt nochmal. Schöner Pass und dann. Jetzt kommt der Pass. Enriquez Morales mit der Rückhand. Mit der Rückhand. Boah, schöner Save und gleich nochmal. Mit Leinweber hinterher. Scheibe bleibt aber noch im Spiel. Aber jetzt ist der David Blaschter geschlagen. Draxinger macht das 2:0 aus Rosenheimer Sicht. Ja, wenn man viermal abwehrt und die Scheibe dann so nochmal vors Tor kommt. Wir sehen es jetzt im Replay. Und der beste Landsberger Torwart und gleich im Gegenzug. Ja, dürften zwei Minuten geben. Wenn nicht sogar ein Penalty. Ja, gibt den Penalty. Ja, lang geübt. So, er läuft an. Ah, macht er klasse. Respekt. Macht er klasse. Respekt. Zieht rüber von der Vorhand auf die Rückhand. Und in welcher Geschwindigkeit? Ja, schön. Der Hier sehen junge nochmal. Mann hat Hände. Ja, Rosenheimer Eigengewächs. Zieht raus, landet aber Postwenzen wieder bei Enriquez. Geht schnell. Der sich da wieder toll durchsetzt und dann auch noch den Querpass vor dem Tor spielt. Wir schauen die Wiederholung an. Enrique ist der schöne Vorarbeit. Wie er das macht, er spielt ihm durch die Beine, bringt den vors Tor. Höller braucht bloß noch einen Schläger hinhalten. Was Rosenheim aber zu verhindern weiß. Und jetzt die 2-gegen-1 Möglichkeit. Ja, wieder Morales und Höller. Diesmal macht das aber selber. 5-0. Hey, was soll man da noch sagen? Nächster Shorthander für die Rosenheimer. Schon der zweite jetzt in der Saison. Es war ein gut gespieltes 2 gegen 1 und ein schöner Schuss ins lange Eck. So, und jetzt was wir sagen, das ist genau die Gefahr von diesem munteren Scheibenschießen, Querpass-Tor. Sensationell. Entschuldigung. Gegen so einen Gegner darfst du das natürlich nicht machen, dass du hinten dann so aufmachst. Wir sehen es hier, Scheibenverlust an der gegnerischen Blauen und dann kommt ein todsicherer Querpass und ein schneller One-Timer und dann. Normalerweise, wenn du so eine unterlegene Mannschaft bist, versuchst du ja alles und dann passieren halt auch Strafzeiten. Ja, jetzt Blaschter und drin ist er. Ja, eine 7-0. Gute Abwehr vom David Blaschter, aber die. Okay. Allein über das ist gewesen, oder? Jetzt zu schnell. Der Spaßfaktor sollte dabei sein, aber man muss auch immer das so sehen, dass bei dem Verein jetzt. Weiß nicht, das Tor gibt er. Ja, das muss er, das auch muss er geben. Für mich war das Tor aber schon vorher verschoben von Güßbacher. Mal in der Zeitlupe. Der Torwart verschiebt sein eigenes Tor. Ja, das ist aber in Landsberg nichts. Ja, aber ja, das war schon passiert. Das war ärgerlich aus garmischer Sicht. Ja, Michi, oh, jetzt passiert's. Marek Czabat zum ersten Treffer für den HC Landsberg. Super, wir schauen die Wiederholung an. Erst, ja, wie du vorher gesagt hast, ein Schuss ist besser als kein Schuss. Genau, den und hat er schlecht abgewehrt. Aber nichts Unfaires und wieder 1-0. Die Scheibe geht Gott sei Dank vorbei. Kommt wieder zurück. Es ist nicht zu fassen. Nee. Die war ja eigentlich schon weg. Jetzt kommt die wieder vors Tor. Wir sehen sie in der Wiederholung. Eigentlich war das alles schon gegessen. Ja. Er bringt die Scheibe wieder vors Tor. Aber Sleser kriegt dann noch seinen Schläger hin. Aus Landsberger Sicht. Die Rosenheimer haben den höchsten Sieg in der Saison gegen schönes Tor. Michael Fischer zum 2:9. Interessant, es ist so ein torreiches Spiel. Wir schauen es jetzt wieder an. Gebelein gibt es den Pass in die Mitte. Ich mag jetzt nicht schon wieder was über den Rosenheim. Mehrere Schultern, macht auch Sinn. Vielleicht ist es jetzt auch ein Zeichen. Oh, und ja, Mika, der Mika. Und er macht das Tor. Ja. Da freut sich der Papa. Der Papa, na, wir sollen aufs Spiel schauen. Der Papa freut sich natürlich. So, jetzt wir schauen uns das an. Zieht die Scheibe schön rüber mit der Rückhand und der Landsberger vermutlich. Nein, die Scheibe geht raus. Und das Spiel. Aus Landsberger Sicht würde ich sagen, wir sind zufrieden mit dem letzten Drittel. Wir hatten ein gutes letztes Drittel, die ersten zwei Drittel. Wow, war eine Lehrstunde, 2x20 Minuten Lehrstunde.